Meine Facebook-Seite ist eine Litfaßsäule. Für mich und die meiner Meinung nach größten Kings im Deutschrap. Ich informiere mich über Neues, aber heute ziehe ich Zäune um alle, die ihre Stimme vergeuden. Von vorn bis hinten ist das die erste Eigenproduktion. Der Beat, die Vocals, jeder einzelne Ton. Noch immer richte ich meinen Fokus auf mein Mic. Trotzdem bin ich jetzt reifer als zur Locust-Delikt die Zeit. Viele verwechseln stumm sein mit Dummheit. Nicht alles, was ich denke, ist spruchreif. Schweigen ist Diamant, ich muss nicht überall meinen Senf dazugeben. Oft denke ich mir meinen Teil und höre anderen bloß zu beim Reden. Erzählt mir nichts von Liebe zu Musik, wenn ihr nur Zerstörungswut übrig habt für sie. Jedes beschriebene Blatt ist ein Masterpiece und gehört eigentlich im Stadtarchiv. Jede Line ist ein Glockenschlag Gloriosa. Wenn ich will, droppe ich Obers wie bei Domplatz, zum Beispiel Zopak. Doch die eigentliche Botschaft ist, ich bin einer der fleißigsten Ghostwriter zwischen Borntal und Gotha. Jede Line ist ein Glockenschlag Gloriosa. Wenn ich will, droppe ich Obers wie bei Domplatz, zum Beispiel Zopak. Doch die eigentliche Botschaft ist, ich bin einer der fleißigsten Ghostwriter zwischen Borntal und Gotha. Zu viele habe ich verinnerlicht, CDs und MP3s, ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Rap und ich sind eins, auch ohne Portarower Ringe. Ich stehe ganz oben im Borntal an der Spitze. Knapp an den Doppelreimen bei Sonnenschein ist bei Ü30 Grad reizvoller als der Bug an Stotternheim. Meine Wampe wächst, heißt momentan läuft es ganz nett. Wer eine Waschmaschine hat, braucht kein Waschbrett. Der gutartige Psychopath krübelt nach und zerquetscht jeden Wannabe im Umkreis wie Garas in Wüstensack. Natürlich mache ich das à la Thüringer Art, weil ich mehr als nur Fruchtfleisch in meinem Kürbis hab. Jedes Werk ist eine Attraktion wie der Petersberg. Mein erstes deutsches Rap-Album war NDW von Flair. Was mich betrifft, manche kommen nicht klar, denn ich verbringe indirekt Zeit mit meinen Vorbildern. Jede Line ist ein Glockenschlag Gloriosa. Wenn ich will, droppe ich Obers wie bei Domplatz, zum Beispiel Zopak. Doch die eigentliche Botschaft ist, ich bin einer der fleißigsten Ghostwriter zwischen Borntal und Gotha. Jede Line ist ein Glockenschlag Gloriosa. Wenn ich will, droppe ich Obers wie bei Domplatz, zum Beispiel Zopak. Doch die eigentliche Botschaft ist, ich bin einer der fleißigsten Ghostwriter zwischen Borntal und Gotha.